Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Die Siedler 7. Und passenderweise sind wir auch, nein, sind wir nicht, ich wollte sagen, sind wir Mission Nummer 7, aber es ist erst Mission Nummer 6, Wolffelden. Drakorian muss besiegt werden. Um seiner starken Armee standhalten zu können, werdet ihr in Wolffelden einen mächtigen Militärzweig gründen müssen. Der Werwolf im verwunschenen Wald könnte ein nützlicher Verbündeter sein, wer auch immer das sein mag. So ist Triumph über Drakorian schien unbedeutend zu sein, da sie ihn jetzt auf seinem Terrain besiegen musste. Schauen wir doch mal. Sieg durch 3 Siegpunkte. Aha. Was heißt denn 3 Siegpunkte? Muss ich ihn dreimal wegklatschen oder? Schauen wir mal. Nee, was schick. Sieht ja richtig mystisch aus. Man wartet nur, dass so Feen und Waldschrat hier rumlaufen. Na, wieder zum hinkenden Eber. Natürlich. Gibt's auch andere Tavernen? Nee, ne? Wir haben einen entscheidenden Punkt erreicht, Prinzessin. Ein Sieg über Drakorian wäre ein mächtiger Schlag gegen diesen Lord Wolverine. Dann hoffe ich, dass ich nicht versagen werde. Geht bitte mit Bedacht vor. Es ist von größter Wichtigkeit, dass wir einen kühlen Kopf bewahren. Was, wenn wir scheitern? Befreit euch von Angst. Ich habe einen Plan. Wir müssen diesen nur befolgen. Prinzessin, man sagt, Drakorian sei ein mächtiger Krieger mit einer großen und gefährlichen Armee. Ja, ach. Wollt ihr ihn besiegen, müsst ihr eure Truppen geschickt einsetzen. Hier sind mehr als nur Pikeniere oder Musketiere gefragt. Für diesen Kampf benötigen wir Kavallerie. Und ich habe jetzt direkt 10 Kavalleristen bekommen? Echt? Okay, cool. Ich warne euch, Prinzessin. Diesmal werde ich nicht so schnell aufgeben. Lasst euch nicht einschüchtern, Milady. Drakorian wird bald der Realität ins Auge blicken. Konzentriert euch nur auf eure Eroberung. Nutzt alles, was ich euch in den vorherigen Missionen gelehrt habe, und findet euren eigenen Weg, diesen hinterhältigen Drakorian aus Tandrien zu vertreiben. Machen wir so. Ach, guck an, Kaserne. Da können wir neue Arten von Soldaten ausbilden. Ihr müsst sie wie die Kirche und die Händlergilde mit Prestige freischalten. Oh Gott, jetzt haben wir noch mehr Generäle. Reiter sind starke, schnelle Nahkämpfer. Ein mächtiger Reitertrupp kann die meisten Armeen schlagen. Okay. Belohnung könnt ihr aus verschiedenen Gründen erhalten. Durch die Übernahme eines neutralen Außenpostens, die Erforschung besonderer Technologien oder durch eine höhere Bevölkerungszahl können euch Belohnung zuteil werden. Nutzt die Weise. Siegpunkte. Ab jetzt ersetzt die Siegpunktanzeige die Questanzeige. Wählt eure eigenen Ziele Mittel, um die Karte zu gewinnen. Alles klar. Generäle. Gegen einen Aufpreis könnt ihr erfahrenere Generäle in der Taverne anheuern. Die Ausbaustufe eurer Kaserne oder eurer Händlergilde legt die Anzahl der Generäle fest, die unter euch dienen können. Der Radmacher stellt Räder aus Holz und Eisen her. Räder werden zur Ausbildung von Kanonieren benötigt. Nett. So, jetzt müssen wir aber erstmal schauen, dass wir hier einen Bauernhof hinbekommen. Getreide. Windmühle. Wie können wir dich hier sinnvoll positionieren? Nicht wirklich, ne? Ja, Moment. So.
Dann machen wir hier eine Windmühle und eine Schafzucht. Hier machen wir dann schon mal eine Bäckerei und eine Brauerei. Warte mal, stopp, die Schafzucht, genau. Moment, die Windmühle, die reiße ich hier ab. Dafür mache ich hier schon mal eine Pferdezucht hin. So, aber oh, ich blitz bin. Ich sollte vielleicht erst einmal mich um meine Forsthütte kümmern, weil wir haben gar nicht mal so viel Bretter. Haben wir überhaupt schon ein zweites Gebiet? Nee, nicht wirklich. Da wäre ein neutrales Gebiet. Ich weiß aber nicht, ob wir das mit meinen Truppen einnehmen können. Deswegen würde ich sagen, bauen wir jetzt hier erstmal... Shit, wir können keinen Förster bauen. Oh, warte mal ganz kurz, dann breche ich hier nochmal ab. Okay, dann glaube ich, werden wir uns dieses Gebiet krallen müssen. Was ist hier? Oh. Können wir mit Bestechung liefern? So, wäre vielleicht ein Lagerhaus auch nicht verkehrt. Schauen wir mal, ob die berittenen Truppen wirklich so gut sind, wie er angedeutet hat. Dann hätten wir hier sehr viele Rohstoffe, sowohl Eisen als auch Holz. Ach, ich bin schon wieder im Bevölkerungscap. Ja, Menschenskinder, aber wie gesagt, ich muss ein bisschen aufpassen. So, dann gebt mal bitte Gas, ihr Lieben. Was? Ich habe jetzt schon einen Siegpunkt gewonnen? Warum das denn? Imperator, solange euer Königreich drei Sektoren umschließt und die Ländereien eures Gegners in den Schatten stellt. Ach so, weil ich mehr habe als er. Im Moment, er hat jetzt zwei Siegpunkte. So, dann box die einmal um und lass knacken. Ja, ich gebe zu, die Truppen sind wirklich ziemlich gut. Schlacht gewonnen, Sektor gehört gleich uns. Blöd, ey, da habe ich ja jetzt sofort schon einen Zeitdruck. Nur weil der ein einziges Gebiet mehr hat als ich. Was haben wir denn hier? Ach, dieser verwunschene Wald. Der bringt nochmal einen Bonuspunkt. So, das muss alles noch freigeschaltet werden. So, ich habe jetzt leider zwei schon verloren. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit den restlichen... Ja, wobei ich sollte es schaffen, noch hier den Sektor einzunehmen. Schwing! Dann bauen wir jetzt hier erstmal die Forsthütte hin. Holzfäller und Sägewerk. Dann noch eine Berghütte. Wobei ich das Platz, dass wir noch eine zweite Berghütte machen können. Noch wie ein Kohlebergwerk. Ein zweites mit einem Sondierer und ein Eisenbergwerk. So, weißt du was? Die andere machen wir hier hin. Machen wir hier Gold. Hier auch Gold mit einem Sondierer. Da ist natürlich euer Arbeitsgebiet. Und hier machen wir dann Eisen mit einem Sondierer. Und bei dir ist dann da das Arbeitsgebiet. So, wir verlegen eben alles darüber. Sodele.
Hätten wir das? Bräuchten auf jeden Fall hier nochmal diverse Wohnhäuser. Sekunde mal, verwunschener Wald. Ereignisgebiete sind besondere Sektoren auf der Karte, die Quests anbieten. Okay. Was machen wir zuerst? Haupt- und Spezialgebäude. Ja, schalten wir die mal frei. Kann ich die jetzt schon direkt bauen? Yes, Kaserne, Händlergelder, alles da. Na, da würden wir den Platz klauen für das Gebäude. Möchte ich jetzt ungern. Dann bauen wir dich lieber hier hin. Und machen hier auch noch ein Lagerhaus mal nebenan. Kirche brauchen wir auch. Und natürlich brauchen wir auch eine Kaserne. Du baust ja hier die ganze Zeit an. Wo ist denn jetzt das Problem? Dann mach du mal da dein Anbaugebiet. So, jetzt passt das. Ah, wahrscheinlich habt ihr euch beide das Feld hier gegenseitig gemopst. Ah, ich weiß, ich bin ein wenig am Limit. Dann kriegen wir dich hier irgendwie... Hier war doch gerade ein Punkt, wo es dann... Komm, weißt du was, dann machen wir dich einfach hier hinten hin. Zack, so haben wir hier sogar noch die Hütte frei. Sehr schön. Haben wir Jagdgründe? Nee, ne? Aber hier. Das zählt anscheinend noch... Nee. Ach, hier ist offen. Jetzt sehe ich das ja erstmal. Mensch, wir hätten hier schon die ganze Zeit was machen können. Ich Blitzbirne. Dann machen wir hier nochmal einen Holzfäller, einen Jäger und ein Sägewerk. Schauen wir mal, ob wir hier in die Puschen kommen. Mein Geologe muss erst noch freigeschaltet werden. So, dann hoffen wir mal, dass jetzt unser Sägewerk hier hinten ein bisschen Gas gibt. Schauen wir doch mal kurz die Siegpunkte an. So, den verwunschenen Wald, ja. Sparfuchs, solange ihr mindestens 25 Münzen besitzt und wohlhabender seid als der Gegner. Aha. Wäre auch ein Siegpunkt. Aber wir haben nicht die 25 Münzen, auch wenn wir mehr haben als er. Ah, eine Armee aus 20 oder mehr Soldaten, alles klar. Sonnenkönig, Prestige, die Stufe 5 erreicht und dass das des Gegners übertrifft, okay. Ich glaube, ich reiße die Pferdezucht erstmal ab. Mach dafür vielleicht lieber nochmal eine Getreidefarm hin. Haben wir hier theoretisch ein Feld, was bewirtschaftet werden kann. Heißt, die Fläche dürfte ausreichend sein. Wir könnten uns natürlich einfach ein bisschen Verstärkung holen. Aber da wir noch keine Münzen haben, ist das ein bisschen schwierig. Ich möchte jetzt auch ungern die Truppen hier verheizen. So,
So, die Sägemühle scheint zu produzieren. Sehr schön. Hoffen wir, dass irgendwann mal diese Jagdhütte da fertig wird. Tja, welche Baustelle wird wohl als nächstes bespielt werden? Ich hoffe sehr, der Holzfäller. Also hier dieses, die Forsthütte. Was brauchen wir denn dafür? Drei Bretter. Hätten wir doch alle da. Das wäre so tüfte, wenn da jetzt mal jemand von euch hingehen würde. Kurz überlegt, ob ich am Tempo drehen will, aber mich erstmal dagegen entschieden. Oh Gott, ihr bringt ja noch alles nach da hinten. Ach du Schreck. Ja, stimmt, wir haben hier noch gar kein Lager. Kapitale Idee. Einfach mal ein Lager aufbauen. Ich breche erstmal die drei Gebäude hier ab. Nicht, dass die jetzt diese Baustellen zuerst bespielen. Wir brauchen nämlich dringend die Forsthütte hier hinten. So, wo gehst du jetzt hin? Das sehen wir nicht, ne? So, wo gehst du denn hin, Tulleri? Ach, renn doch hier rüber. Moment, rennt er jetzt hier hin? Ja, der rennt hier zum gehobenen Wohnhaus. Na gut, dann mach halt das zuerst. Finde ich nicht gut, aber können wir jetzt gerade sowieso nicht ändern. Will ich mit den Sektoren? Ich weiß nicht. So, Alpha-Tier, besiegt die Armee des guck mal, der Werwolf. Abhängig von euren Siegpunkten erhöhen sich die Questkosten. 20% mal 0, okay. Ich hasse Gemüse. Dem Werwolf war ja das Jagdglück in den letzten Tagen nicht toll, sodass er schrecklich ausgehungert ist. Sendet ihm Wurst, um seinen knurrenden Magen zu beruhigen. Und ihr werdet einen Siegpunkt erhalten. Was haben wir hier? Erfüllt diese Quest, um einen verheerenden Sturm heraufzubeschwören, der im erfolgreichsten Gebiet eures Gegners einige Arbeitsgebäude zerstört und zahlreiche Bäume fällt. Nett. Und was haben wir hier? Freies Geleit. Der Werwolf hat über die Jahre beachtliche Weisheit erworben, kann allerdings weder lesen noch schreiben. Sendet ihm Geistliche, die ihn dahin unterrichten, und er wird euch zum Dank freies Geleit durch seinen Sektor. Ja, das ist doch auch schon mal nett. Aber gut, mit dem sollten wir uns definitiv erstmal noch nicht anlegen. Was ist denn hier oben für eine Ruine? Hier war doch mal bestimmt ein riesiges Hut. Wie viel Bier haben wir denn? 14. Wir können natürlich auch Bier gegen Münzen tauschen. Um an Münzen zu kommen und dann einfach das Gebiet quasi uns erkaufen. Durch eine Bestechung. Wäre auch machbar. Oder aber, wir machen eine Münzprägerei, denn wir haben ja jetzt alles Notwendige da. Wir fördern Gold, wir fördern Kohle. So, dann machen wir jetzt auch mal einen Holzfäller. Es wäre so schön, wenn wir jetzt drei Bretter nehmen würden. Hierfür. Guck mal hier, das wird direkt gebaut. Sehr schön. Hier, der Holzfäller wird auch gebaut.
Wobei, ihr wisst ihr was? Das reißen wir hier mal ab. Das machen wir hier hinten mit einem großen Wohnhaus. Haben wir überhaupt schon eins? Nee, ne? Das ist nur ein normales. So, das, da können wir schon mal Stoffe weiter verwursten. Ich komme gerade echt nicht aus dem Quark, weil ich blöbern gepennt habe hier mit diesem Wald, dass der hier dazugehört. Ärgerlich, ärgerlich. Aber egal, wir nehmen es jetzt so hin. Und machen das Beste draus. Was können wir denn hier überhaupt erforschen? Okay, nicht viel mehr als bisher. Ich dachte, wir hätten jetzt hier vielleicht deutlich mehr Möglichkeiten. Was ist hier? Belohnung? Wählt eure Belohnung für die Bevölkerung. Oh, 10 Bretter. Haben wir die jetzt einfach bekommen? Ja, perfekt. Wunderbar. Eroberungsbelohnung, was nehmen wir da?